Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Fragrance Talk aus Hamburg wieder hier. Ja, die Düfte der Woche sind wieder zurück, Leute. Euer Lieblingsformat, das ist definitiv euer Lieblingsformat. Und ich dachte, das heißt, ich dachte, ich habe ja gesagt, es kommt wieder. Die vier Wochen, die ich in Urlaub war, da habe ich es nicht gemacht, da habe ich andere Videos gemacht. Aber jetzt sind die Düfte der Woche wieder zurück. Und ja, ich freue mich, sie euch vorzustellen. Ich habe diese Woche sechs Düfte getragen. Das heißt, ein Duft habe ich zwei Tage getragen. Und ja, wir fangen gleich mal an. Ja, der erste Duft kommt von Mason Magella und heißt At the Barbers. Ja, wollt ihr einen schönen Barbershop-Duft, einen cleanen, sauberen Duft? Ist das euer Duft? Sehr cool, echt ein geiler Flakon, finde ich immer wieder nice und einfach kult und geil. Oh, das ist einfach wie frisch rasiert, einfach. Sauber. Bitter Orange Basilikum kommt in der Kopfnote. Lasst euch nicht abschränken von Basilikum. Nein, er ist schon trotzdem richtig nice. Dann kommt natürlich Rose und Lavendel und so weiter. Also ein richtig geiler Duft, den ihr auf jeden Fall bei schön 20 Grad. Es ist ja nicht mehr so heiß. Also dieses Jahr wird der Sommer, ich, ja, ob er noch kommt, es soll noch mal höher gehen, aber so richtig ähm, brutal wird der Sommer nicht mehr. Auf einer Hinsicht gut, auf einer Hinsicht nicht. Wie ihr es sehen wollt, wie ihr es mögt. Aber dieser Duft geht auf jeden Fall immer. Vor allen Dingen auch sehr gut im Büro zu tragen oder eigentlich fürs ganze Jahr. So, Dienstag habe ich einen Duft getragen, der ist, ja, sehr interessant. Äh, kommt von Stephanie humbert lucas und heißt Black Gemstone. Ja, sehr interessanter Duft. Ein sehr interessanter Duft. Black Gemstone. Ähm, wie soll ich den? Ich finde, die Marke macht ja sehr strange, interessante, aber sehr gute Düfte. Ja, Zedernholz auf jeden Fall an Anfang ist einfach da. Sehr geiler Duft. Oh, das ist so ein bisschen schon auf die Fresse. Also ist schon fast too much für 22 Grad, aber ich habe nicht viel Sprühe natürlich benutzt. Ich wollte ihn einfach, einfach mal tragen. Die Zitrone in der Kopfnote finde ich, nehme nehm ich persönlich nicht wirklich wahr, sondern wirklich fast schon Leder-Zedernholz. Aber es soll nur Zedernholz in der Kopfnote sein. Ich nehme da wirklich Leder wahr. Sehr geil. Dann kommen Harz und Myrrhe. Also, das ist schon ein ja, dunkler ja dunkler Duft, würde ich schon sagen. Ich meine, Black Gemstone heißt ja schwarzer Edelstein. Das ist schon, ah, das, und auch die Flakons, ich, ich finde die Flakons sind sehr, sehr interessant, sehr geil gemacht. Also das ist ein, ein Duft, der auch vor allen Dingen lange hält. Ein guter Begleiter, vor allen Dingen nachher in Herbst und Winter. Vor allen Dingen Herbst wird er auf jeden Fall pervers geil. Black Gamster von Stephanie Humbert-Lucas. So, am Mittwoch habe ich den Titanic-Duft getragen. E-Wolfer von Queed. Ja, ihr kennt ja die Geschichte, ich und Creed, wir sind äh, keine Freunde mehr, nicht wirklich, aber ich habe drei Düfte: Evolfa, äh, Royalwood und äh, Aventus noch. Ich habe hier noch die 120er Version für Leute, die das nicht wissen. Das gibt es ja wirklich. Das ist noch die 120er Version, die alte Version. Jetzt gibt es ja nur noch 175, äh, nee, Quatsch 60, ach ist mir auch egal, auf jeden Fall nicht mehr die 120er. Ja, und was soll ich zu den Titanic-Duft sagen? Das ist er verbindet einfach die Geschichte. Es ist ja wirklich der Titanic Duft. Für Leute, die immer fragen, wieso redet der immer von der Titanic? Ich habe die Geschichte ja schon öfters erzählt. Dieser Duft will jetzt nicht alles erzählen wie sonst, aber dieser Duft wurde den Passagieren der ersten Klasse der Titanic zur Verfügung gestellt, früher. So, dann wurde eingestellt, keine Ahnung, nicht wegen dem Untergang wahrscheinlich und wurde 89, glaube ich, 89 wieder zu einem Leben erweckt. Geiler Duft. Hat wirklich diesen Oldschool-Touch, dieses bisschen moderne noch, man denkt so, man ist auf dem Kreuzfahrtschiff. Also es macht schon interessant. Hier ist auch ein Kreuzkümmel. Lasst euch davon nicht abschrecken. Von diesen Noten merkt man nicht wirklich. Bergamonte Melon ist auch mit einer Kopfnote. Hier ist so viel drin, das kann man gar nicht aufzählen, aber er ist einfach geil. Ich finde ihn geil. Natürlich hat er keine starke Halbkeit. Nein, hat er leider nicht. Da ist man bei vier sechs stunden und die ausstrahlung ist auch nicht stark aber wenn man ihn ja wenn man lust hat ihn zu tragen macht er spaß man muss natürlich das ist kein duft für einen 16 jährigen 17 18 nein äh, auch obwohl ich sage ja mal ihr könnt auch wenn ihr den geil findet wenn 18 tragt den duft kein problem wie die aktuelle version ist kann ich nicht sagen kenne ich nicht ob ich habe gehört die sind alle verwässert worden auch mein Lieblingsduft von Creed royal oud, alles soll verwässert worden sein Ach, ich möchte eigentlich da nichts mehr zu sagen. Auf jeden Fall, Evolver, sehr geiler Duft. So, jetzt kommen wir zu Freitag. Ich habe äh, vergessen, dass ich den Evolver, das war derjenige, den ich zwei Tage getragen habe. Deswegen sind wir jetzt schon bei Freitag. Ja, und da habe ich Gucci Intense Oud getragen. Ja, Gucci Intense Oud, auch der wurde reformuliert. Das ist nicht die alte Version mehr, aber trotzdem ist er gut. Leider äh, die Ausstrahlung nicht so doll mehr. Aber für Einsteiger. Ich sag das ja, ich habe es ja in meinem Kurzvideo schon hier auf YouTube gesagt. Für Einsteiger ist das ein richtig guter Ud-Duft, für Leute, die noch nicht mit Ud in Berührung gekommen sind. Das ist ja immer so schwierig. Ud ist ja nicht hier wird jetzt echtes so und so nicht drin sein und so weiter und so fort. Das ist eine lange Geschichte. Ud ist der teuerste Inhaltsstoff überhaupt. Aber dieser Duft hat jetzt keinen Kuhsteigergeruch. Es ist oder es ja fast gar nicht medizinisch, denn das heutige, was kommt, es ist ein sehr geiler Uth Duft. berne Himbeere, Safran in der Kopfnote. Da könnt ihr ja schon, da merkt ihr das ja schon, das ist richtig cool. Und ja, das ist ein geiler Duft auch noch der Flakon hier gefällt mir einfach Gucci Gucci, Gucci. <laughs> ja, nein, aber äh, also wenn ihr wirklich ein richtig äh, oder wenn ihr anfangen wollt, Ut zu tragen, dann müsst ihr langsam rangehen. Wirklich langsam. Natürlich könnt ihr auch gleich die Hardcore-Dinger nehmen, als würde ich keinen empfehlen, sondern erstmal anfangen. Aber lasst, ich sagen nicht blenden, aber gib nicht auf. Test Ut ist ein geiler. Also Ut ist schon nice. Also ich liebe Ut. Also. Ja, ihr müsst es selber testen. Patchouli Amber ist hier auch noch im Hintergrund, beziehungsweise in Dry Down. Sehr geiler Duft. Gucci Intense Oud. So, jetzt kommen wir zum Samstag. Ja, Aiden Bob. Die Special Edition, das Eau Parfüm habe ich getragen. Aiden Bob. Da, äh, da gibt es eine Geschichte, ähm, die ist sehr interessant. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich die, das jetzt dann so ausführlich... Auf jeden Fall erstmal zum Duft das ist, ist sogenannt der john f kennedy duft so oder robert f kennedy in äh, sein bruder die ganze familie fand diesen duft gut und äh, bevor ich die kurzgeschichte erzähle dieser duft ist einfach ein genialer duft einer der besten in meiner sammlung weil er hat was blumiges denn wieder cremiges mit iris so aber da ist keine iris drin wenn ihr Fahrenheit 32 kennt dann liebt ihr auch den oder was heißt kennen wenn ihr die Fahrenheit 32 der war ja sehr beliebt leider eingestellt worden habe ich auch noch dann liebt ihr den auch und der ist fast oder der ist besser als Fahrenheit 32 blumig cremig kann aber als Mann getragen ganz schön in Büro vor allen Dingen Anzug oder Hemd weil wie gesagt das ist der John F Kennedy Duft der junge John F Kennedy wo er früher unterwegs war und äh, in sein Studium, glaube ich, möchte ist auch nicht, äh, das ist eine lange Geschichte. Ich habe die mal äh, nachgeschaut alles. Äh, da war er in Frankreich und dann hat er ein Parfumier getroffen und äh, der hat ihn oder hatte der Proben oder hatte der einen Duft drauf, glaube ich, den fand er so gut und das war dieser Duft und aber er kam ja nicht ran und äh, dann ist er irgendwann nach äh, Amerika wieder zurück und äh, er war verliebt in diesen Duft und dann hat er einen ausfindig gemacht, hat gesagt, ich brauche um mit Duft. Unbedingt sorry, diesen Duft schickt mir bitte acht Proben plus eine für Bob und deswegen Aid Bob lange Geschichte. Man, man kann das ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das genau ich letztens habe ich es richtig so gesagt, aber es ist eine geile Geschichte, die geht viel länger. Da kann ich jetzt eine halbe Stunde oder 45 Minuten darüber reden. Ist in der Schatulle auch drin, wo ähm, Robert F. Kennedy auch drin ist, abgebildet. Einfach ein sehr geiler Duft, coole Story, geiler Duft, Hammer, wiederholen mich. Testet den mal. Das Ode Parfüm aber bitte, Leute. Ne? Hier. Sehr geil. Auf jeden Fall. Aiden Bob. Ode Parfüm. Ja. Sehr geil. So. Und zu guter Letzt. Heute trage ich einen Duft. Einen sehr süßen Duft. Es ist ja nicht nur das beste Wetter aktuell. Und ich habe ihn einfach raufgesprüht. Ich war kurz unterwegs. Und hier. Zu Hause. Und ja. Ein vorigen Wood Orange Intense. Ja, das ist eine Marke. Ja, die Düfte sind genial. Ich habe ja einige und viele werden vielleicht sagen, ja, aber für einen sehr süß, ich habe auch gelesen, für einen synthetisch süßen Vanillepudding gebe ich doch nicht so viel Geld aus. Ja, aber dieser süße Vanillepudding ist wirklich genial. Wirklich genial. Es war süß, ja, das ist klar. Äh, Kokosnuss habt ihr auch. Die Kokosnuss, ja, sie spielt schon eine kleine Rolle. Ähm, aber hat einfach, im Endeffekt ist es eine fruchtig Kokosnuss mit Vanille. So, so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Perfekt. Nachher, wenn der Herbst kommt und der Winter und dann schaut euch diesen Flakon an. Das ist immer sehr, sehr nice. Natürlich, sehr teuer. Ich werde sie unten alle verlinken, da könnt ihr meinen Gutschein natürlich benutzen. Da gibt es noch ein bisschen Prozente drauf, plus extras, schaut unten rein. Aber die haben was. Die haben was. Vielleicht, und das muss ich immer wieder sagen, ist die Hyperkeit. Hier ist die Hyperkeit jetzt gut. Ja, da ist es wirklich jetzt nicht äh, schlecht. Äh, was, oder mittelmäßig so wie bei den anderen, obwohl sie teuer sind. Das finde ich so ein bisschen. Ich meine, teuer heißt ja nicht gleich, ich muss Bomben, Silage oder Hypercard haben, aber meiner Meinung nach sollte das denn so sein. Ähm, hier ist es natürlich definitiv besser. Es macht aber auch die Vanille und die Süße und so weiter pipapo. Ähm, aber da sollten Sie vielleicht mal in ferner Zukunft dran arbeiten. Aber wenn das läuft, okay, sagen Sie sich wahrscheinlich auch, warum soll ich das machen? Es läuft ja. Natürlich ist das ein Duft oder sind das Düfte für Leute, ja, die haben nicht umsonst einen Duft, der Fifth Avenue heißt. Also, man muss sich das so vorstellen, die Marke passt da irgendwie schon hin. Also, sie ist wirklich nicht günstig. Aber ich finde sie nicht synthetisch. Ich finde auch nicht den so synthetisch. Oder eigentlich, ja, wahrscheinlich die Leute, die. Geiler Sprüh, <laughs> ihr seht es. Die Leute, die sagen synthetisch. Ähm. Die, haben, die Vanille ist natürlich immer ein bisschen schwer äh, zu bearbeiten und überhaupt als es ist ja so ein so äh, synthetisch und so weiter äh, einiges gemacht die Inhaltsstoffe und so weiter ich will das aber gar nicht auseinandernehmen weil der Duft wirklich genial ist also wollt ihr einen geilen Vanilleduft der äh, mit Kokos noch verfeinert ist, verfeinert ist vor allen Dingen nachher im Herbst ne? denkt dran dann ist dieser Duft absolut geil und ihr bekommt Komplimente für diesen Duft eine Frau kann ihn auch tragen, ja, das ist ein Unisex-Duft, aber als Mann auf der Haut und die Ausstrahlung einfach genial. Freuen uns der out Orange Intense, Leute. Parfüm übrigens, das heißt das Parfüm, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen noch verändert worden ist. Früher hieß es Auto-Parfüm, oh, jetzt ist es nur noch Parfüm. Das dazu und bekommt ja natürlich eine geile Schatulle und so weiter. Also, Leute reinhauen, gucken. So Leute, das waren wieder äh, Düftete der Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich Montag erwähnt hatte, weil ich so gleich eingestiegen bin. Ich habe der lange nicht Düftete der Woche gemacht. Also Montag, Maseman Geller. was noch nochmal wiederholt, falls ich Montag nicht gesagt habe, weil ich immer noch so drin bin in den anderen Videos. Ja, ich hoffe, euch das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen, mein Gott, Dennis. Und <laughs> ja, ähm, jetzt wird das Format natürlich jeden Sonntag immer wieder kommen, 18 Uhr. Und so weiter und so fort. Also macht's gut. Und danke fürs Einschalten immer wieder, wenn ihr hier seid. Und für die Leute, die immer unterschreiben. Es sind ja die Festen. Vielen Dank. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.